WDR 2. Stichtag. Rommel war in Paris am Tag zuvor, hat dort noch schöne High Heels, Stöckelschuhe, wie man damals sagte, für seine Frau gekauft und hat diese Stilettos dann mitgebracht hierher nach Hallingen. Denn Rommels Frau wird an diesem Tag 50 Jahre alt, sagt Carlo Hafner vom Rommel-Museum in Herlingen bei Ulm. Doch am Geburtstagsmorgen wird klar, der Feind greift an. D-Day has come. Was da angeschwommen kommt am D-Day am Tag X, sehen deutsche Beobachter in Bunkern der Normandie erst am Morgen des 6. Juni 1944 durch das Fernglas. Und sie erleben ein Inferno. 170.000 US-Amerikaner, Briten und Kanadier landen an einem Tag in der Normandie. Etwa 6.000 Schiffe und Landungsboote sind beteiligt. Über 20.000 Soldaten springen mit Fallschirmen hinter der Front ab. Einer fehlt auf deutscher Seite, Rommel. Rommel verließ seine Frau am Geburtstag und ließ die Stilettos zurück und raste mit seinem Wagen zurück nach Frankreich, um das Schlimmste zu verhindern. Erwin Rommel war lange Hitlers Lieblingsgeneral. Die Niederlage in Afrika wurde einem anderen in die Schuhe geschoben. Denn Rommel wurde gebraucht. Er sollte den Atlantikwall unüberwindbar machen. Ein Mythos für die Propaganda. Generalfeldmarschall Rommel besichtigt einen Stützpunkt nach dem anderen. Rommel wollte die Alliierten direkt am Strand aufhalten. Am Kanal, wo er am schmalsten ist, haben die Alliierten 1944 auf britischer Seite eine Geisterarmee aufgebaut. Pappflugzeuge stehen auf den Rollfeldern. Bis heute hält sich die Vorstellung, dass die Wehrmacht auf diesen Trick hereingefallen sei, was nicht stimmt. Die besseren deutschen Panzertruppen standen in der Normandie. Kriegsberichterstatter erleben dort heute vor 75 Jahren den Angriff von Briten, US-Amerikanern und Kanadiern. Da ist jetzt das Feuer bei uns. Ein kurzer Feuerüberfall geht auf uns. Abschluss! Die Front der Alliierten steht nun auch fester denn je. Jahrelang hatte Sowjetführer Stalin die zweite Front gefordert, die im Westen, um seine Rote Armee zu entlasten. Die Sowjetunion ist und bleibt das Land mit den meisten Opfern im Zweiten Weltkrieg. Auf einen toten US-Soldaten werden am Ende rein rechnerisch 30 tote Sowjetsoldaten kommen. Die Landung in der Normandie ist für die Alliierten im Juni 1944 besser gelaufen als gedacht. Für den weiteren Vormarsch lassen die Amerikaner einen Draufgänger von der Kette, General George S. Patton. Verdammt, es fällt nicht leicht. Zu den Männern, die man liebt, zu sagen, geht raus und lasst euch töten. Sie sind da raus und haben gesiegt. Patton trägt Reiterhosen als Panzergeneral. Drei Sterne blinken am glänzenden Stahlhelm, wenn er sein Warface aufsetzt, sein Kriegergesicht. An den Seiten baumeln zwei Revolver mit weißen Griffen aus Elfenbein. An seiner Seite der weiße Kampfhund, ausgerechnet mit dem Namen Willi. Patton lehrt die Deutschen das Fürchten, treibt sie vor sich her. Das erlebt sein Gegner Erwin Rommel schon nicht mehr. Er gehört zwar nicht zu den Verschwörern gegen Hitler um Graf Stauffenberg, aber Rommel wusste, dass etwas geschehen sollte. Rommel wird nach dem gescheiterten Hitler-Attentat zum Selbstmord gezwungen. Offiziell ist er an den Folgen eines Autounfalls gestorben. Denn Rommels Heldenmythos, der wird noch gebraucht. Marschall Rommel ist tot. Der Kranz des Führers beim Staatsakt ist gigantisch. Auf dem Sarg eine riesige Hakenkreuzfahne. Und während in Ulm scheinheilig getrauert wird, rollen Pattons Panzer Richtung Rhein. Sie werden Dachau und Buchenwald befreien, Deutschland und Europa.